Unternehmertum und soziale Arbeit haben nichts miteinander am Hut. Das höre ich bei uns in der Sozialarbeit sehr oft. Aber es stimmt gar nicht. Wir haben eine lange Tradition von Unternehmertum bei uns in der sozialen Arbeit. Zum Beispiel der Pfarrer Sieber hat Obdachlose vor dem Kältetod bewahren. Heute kennt man davon noch den Fussbus der Sieberwerke in der Stadt Zürich. Heute stellt man mir häufig die Frage bei SmartUp, wie komme ich denn von meiner Idee zum konkreten Vorhaben? In der Wirtschaftswelt hat man für das Businessmodell gemacht, wo man ganz bestimmte Sachen sich überlegt, zu einem Modell zusammenstellt, wer sind meine Kunden, wie komme ich zu, also welche Produkte will ich herstellen und so weiter. Um das kreativ und agil machen, hat man ein Lean Canvas entwickelt. Ein Canvas, das bedeutet eigentlich einfach Leinwand. Und auf dieser Leinwand hat man Felder gemacht, wo ganz spezifische Fragestellungen abgebildet waren, wo man dann mit Post-its können, zum Beispiel das Kundensegment, Zielgruppe bestimmen. In der sozialen Arbeit haben wir es aber mit spezifischen Aspekten zu tun, die im Business eben nicht vorkommen. Wir haben zum Beispiel keine Kundinnen, die für die Leistung direkt zahlen, sondern wir sind darauf angewiesen, dass Drittstellen dafür zahlen, dass unsere Adressatinnen und Adressaten eine Leistung beziehen können. Oder wir sind auch ganz spezifischen Wert verpflichtet durch unseren Berufskodex. Und diesen Aspekt haben wir jetzt in dem Canvas für soziale Arbeit Rechnung getragen und wollen euch den zur Verfügung stellen. Wie gehst du am besten vor? Eine Idee entwickelt sich am besten, wenn du es nicht allein machst, sondern mit Gleichgesinnten. Lass doch mal Leute ein, um einen halben Tag mit dir an deiner Idee herumstudieren und kreativ am Canvas arbeiten. Wo du anfängst, ist völlig egal. Dort, wo du am meisten Informationen hast oder wo es dich gelustet. Das kann sein bei den Problemen oder beim Bedarf, den du schon erkannt hast. Oder vielleicht hast du einfach schon eine Lösung im Kopf, die du gerne umsetzen willst. Oder deine persönliche Motivation und deine Werte, dass du etwas machen willst. Ihr schreibt eure Ideen auf Post-its, schreiben, auch Informationen oder Fragen und dann an den Ort kleben, wo es hergehört. Das ist flexibel, ihr könnt jederzeit umhängen, wegnehmen, neu dazunehmen, sodass in dem kreativen Prozess deine Idee sich weiterentwickelt. Nehmen wir das Beispiel von Sonja. Sie hat Musik studiert und nachher gefunden, sie würde eigentlich gerne von der Musik leben, aber nicht unterrichten. Was gar nicht so einfach ist in diesem Bereich. Aber sie hat auch noch einen Bachelor in sozialer Arbeit. Und sie hat gefunden, wenn sie das miteinander verbindet, dann entsteht vielleicht eine neue, coole Sache. Sie hat daheim auch noch Instrumente und technische Hilfsmittel gehabt, wo sie hat können Aufnahmen und Abspielen von Musik machen daraus. Und darum hat sie ein mobiles Tonstudio können anbieten. Auf der anderen Seite von der Soziokultur hat sie gefunden, sie will gerne mit Jugendlichen arbeiten. Ja, was könnten die für ein Problem oder für einen Bedarf haben? Für ihre Identitätsbildung ist die Förderung von Selbstwirksamkeit und das Erfahren von Gemeinschaft mit Peers sehr zentral. Und sie hat gefunden, wenn die Jugendlichen selber Musik produzieren können, dann kann man gerade beides miteinander fördern. Und es gibt sicher Jugendheim und also Jugendtreff und Heim, die so Sachen anbieten würden. So Sachen wie ein Workshop. Also Workshop mit Jugendlichen, die selber Musik produzieren, das könnte ein Ziel und eine Lösung sein. Sie hat sich pro Woche 2 Tage Zeit nehmen, um das Ganze zu konzeptualisieren. Und so hat sie für die Realisierung einen ersten Workshop als Prototyp entwickelt und in einem ihrer bekannten Jugendtreff einfach mal ausprobieren. Und weil das so gut angekommen ist und gut gelaufen ist, hat sie gefunden, da kann sie weitermachen dran. Sie hat das weiterentwickelt, aber sie hat auch gefunden, jetzt möchte sie gerne einen Verein gründen, damit sie das auch abrechnen kann. Für einen Verein braucht es da bei den Personen weitere Akteure, wo sie Kollegin, Kollege mit ins Boot geholt hat. Und weil sie nicht genau gewusst hat, wie das rechtlich aussieht, hat sie bei uns, bei SmartUp, ein Coaching für rechtliche Fragen in Anspruch genommen. So hat sich die Wolke langsam zu einer Idee entwickelt und heute hat sie den Verein Hit Producer, mobiles Tonstudio, mit dem ist sie immer noch erfolgreich unterwegs.
Wenn du mit so einem Canvas arbeiten willst, dann melde dich einfach bei mir, bei SmartUp. Wir können gerne deine Idee mal anschauen miteinander und diskutieren. Wir schicken dir einen Canvas heim oder du kannst auch online damit arbeiten. Wenn du beim Entwickeln irgendwo anstehst, melde dich einfach wieder. Wir machen das Coaching, egal in welchem Bereich, und wir helfen dir, deine Idee erfolgreich umzusetzen.